So, der Tag ist noch jung und wir schauen uns das nächste Startup hier in Hamburg an. Und dazu gehen wir ins Beta-Haus. Hier ist ein weiteres Startup im Beta-Stadium. Hallo. Hi. Wir haben hier den Ali gerade vor uns. Ali, stell dich doch mal kurz vor. Ich bin Ali Nyevi und ich bin Chief Revolutionary Officer von Protonet. CRO. So wie man das kennt. Genau. Und wir bauen sozusagen soziale Infrastruktur auf Knopfdruck. Protonet heißt es und man kann es anfassen. Das ist das Protonet und zwar ist das einer unserer ersten Prototypen. Wir haben jetzt tatsächlich eine erste Serie gefertigt, letzte Woche abgeholt und in die Weiterverarbeitung geschickt. Und was das kann, ist halt, ist es sozusagen ein Mini-Server und Access Point in einem. Ja. Genau, und da ist dann halt ein soziales Netzwerk drauf, was du intern für Kollaboration und Dateiaustausch und ähnliche Sachen nutzen kannst. Und nach extern auch freigeben kannst für deinen Kunden. Ich denke, man kann die Vorteile verbinden, ohne halt seine kompletten Daten abzugeben. Und man hat halt bei diesen, unsere Zielgruppe sind kleine, mittlere Unternehmen, ja. So, die ihr Office aufmachen und dann natürlich auch Infrastruktur brauchen. Also du kannst kein Office aufmachen und alles in die Cloud tun, wenn du keine WLAN-Access Points hast oder keine Netzwerkinfrastruktur. Also ihr nutzt jetzt das Zeitalter der webbasierten Arbeit, eine Geschäftsidee zu entwickeln. Das ist sicherlich jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt. Wie wird das aufgenommen? Was sagen die Kunden oder vielleicht auch andere, zum Beispiel Investoren oder irgendwie andere Menschen darüber? Also ich glaube, für die Kunden ist es sehr interessant. Also wir haben jetzt tatsächlich schon 15 Stück ausgeliefert. Das sind halt sozusagen Beta-Units, die wir, die jetzt die Kunden erhalten haben. Bei Investoren, als wir mit denen gesprochen haben, haben sie gefragt, aber Cloud ist die Zukunft und wir glauben halt, ja, in der Art schon, aber nicht ganz so, wie sich das die Großen vorstellen. Verstehe. Also wir glauben, dass Web tatsächlich, Web-Applikationen die Zukunft auch von normalen Applikationen sind. Nur, warum sollten sie bei Amazon oder Google gehostet sein? Nochmal zu einem anderen Aspekt eures Startups. Wie viel seid ihr jetzt? Wie viele Leute? Also wir sind 3 Leute. Und jetzt seid ihr... Jetzt sind wir hier. Zu dritt hier. Jetzt sind wir zu dritt hier. Zeig uns mal kurz, was ist hier alles im Hintergrund? Also man sieht hier, das ist der hohe Bereich, das ist auf der anderen Seite. Ja, schön. Also ist sicherlich eine sehr inspirierende Atmosphäre, hier zu arbeiten. Das ist auch super. Also man muss sagen, einer Vorteil ist natürlich die 7 Uhr, der Schlussstrich. 7 Uhr. Andere Vorteile sind zum Beispiel, dass sehr viele verschiedene Leute hier sind. Also wir haben viele Hacker, auch tatsächlich Leute, die Sachen im Web machen und wir haben Journalisten hier, du hast PR-Leute hier. Ja super, dann haben wir glaube ich jetzt schon eine ganze Menge gelernt über das Beta-Haus und vor allen Dingen über eure Idee und Erfindung. Wir sind ganz gespannt darauf, das mal zu probieren. Ich wünsche euch viel Erfolg, das hält sich sehr interessant an. Bis bald. Viel Spaß.